Und da sind wir auch schon bei der ersten Folge von Let's Watch. Wir haben euch ja gestern bei Endlich Montag gefragt, wen sollen wir denn da mal so einladen? Überhaupt, wie soll das alles mal so werden? Da habt ihr natürlich viel mitzubestimmen. Und eine der meistgenannten Namen in diesem Zusammenhang, der da fiel, war GameTube. Also haben wir uns gedacht, dann machen wir das doch. Und deshalb begrüße ich jetzt ganz herzlich den Michi Obermeier von GameTube. Hallo. Schön, dass du da bist, Michi. Mir wurde warmes Essen versprochen. Wir haben gelogen. Also was wir jetzt mit Michi machen, wir wollen ein bisschen mit ihm über seinen Kanal GameTube reden. Ist er natürlich da nicht alleine. Und ich würde sagen, wir fangen mal damit an, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Die offizielle Geschichte oder diese? Die ohne den Club und ohne die Frauen. Genau. Also, du hast ja, erzähl mal kurz, wie bist du in die ganze Spieleszene reingekommen, bei IDG, GameStar reingekommen? Das ist schon ewig her, wenn ich jetzt zurück überlege. Ich war ja GameStar-Leser der ersten Stunde und habe mir irgendwann eingebildet, ich könnte auch selber total gut schreiben und so. Ha! Und habe dann halt wie jeder, der das glaubt oder jeder, der das glaubt, machen sollte, einen Blog angefangen, den ich damals, Herbert war es, hieß dieser Blog, den ich damals geschrieben habe als drei Personen gleichzeitig. Ein Konzept, wo ich heute noch sauer bin, dass Hey Al mir das geklaut hat. Also der macht ja seine Comedy-Sketche. Nein, klar, hat er natürlich nicht. Ist ja nicht so eine großartige Sache. Hab diesen Herbert Wars-Blog eben geschrieben und hab dann, glaube ich, dir und Petra dauernd die Kommentare in eurem Blog zugespammt. Ja. Und irgendwann konnte der nicht mehr anders, weil für eine einstweilige Verfügung musstet ihr ja wissen, wer das ist. Den laden wir mal ein und stecken wir in den Sack. Genau. Und drauf. Aber nee, dein Blog war tatsächlich super. Ich habe ja, wie gesagt, auch eins gehabt, aber eigentlich keine anderen gelesen. Bis auf deins und vielleicht Petras, weil deins wirklich lustig war. Dankeschön. Ich habe deins auch gelesen. Und Petra, vielleicht an dieser Stelle mal ganz kurz für all diejenigen, die sie nicht kennen, auch Redakteurin bei der GameStar. Petra Schmitz, genau. Und dann bist du nämlich eines Tages auch bei unserem Tag der offenen Tür aufgetaucht. Also, was so eine Konstante ist in meiner ganzen Karriere ist, ich bin eigentlich immer irgendwie da noch reingerutscht. Ich bin beim Tag der offenen Tür, also hieß es halt hier GameStar Tag der offenen Tür in München. Da dachte ich mir, oh, geil, gehst mal hin. Hat ja eh gerade nichts zu tun, Abi gerade fertig. Und bin dann da auch als Nachrücker irgendwie dazugekommen und habe dann eben da gefragt, was man tun muss, um ein Praktikum zu machen. Ja, dann schickst du mal eine Bewerbung mit einem Probeartikel. Und habe dann das wahrscheinlich total übertrieben mit diesem Probeartikel. Ich habe halt damals einen Test zu Hitman Blood Money geschrieben und das ist die größte Zeitverschwendung der Welt gewesen. Ich habe ein Testvideo zu Hitman Blood Money gemacht. Was? Das habe ich nie gesehen? Ja, pass auf, das wird noch besser. Habe extra aus dem Baumarkt mir mit so Holzdingern und so blauen, matten Bluescreen zu Hause gebaut. Was? Weil früher gab es in den GameStar-Videos noch diese Fazits mit den Gesichtern. Ja. Und habe das dann eben auch mit Bluescreen nachgebaut, mit so einem Fazitkasten. Und das Geile das ist, bis heute hat das niemand gesehen. Was, warum? Ich habe das halt abgegeben mit auf DVD, aber da keiner Zeit gehabt. So, ach ja, der Text ist ganz gut, laden wir den mal. Wo ist das Video? Ich dachte immer, ich wäre mit meiner Bewerbung schon auf wenn ich unterwegs gewesen. Ich habe damals eine CD auch auf GamePro gebrandet mit einem Podcast gemacht und habe da auch Intro produzieren lassen und hat sich, glaube ich, auch keine Sau angehört. Aber das ist natürlich mit hier Bluescreen. Also, ist das noch irgendwo? Ich hatte das mal eine Zeit lang. Ich habe es zu Hause noch auf irgendeiner DVD. Ich weiß nicht, wie lange halten so DVDs, bevor die schlecht werden. Bevor man sie nicht mehr essen kann? Ja, die werden echt irgendwie schlecht mit der Zeit. So alle nach 10 Jahren und oder ist es nur CDs? Egal. Keine Ahnung. Also ich habe es, glaube ich, irgendwo zu Hause auf der DVD. Also wenn ich irgendwann mal ganz verzweifelt bin, dann... Bring die bitte mal mit. Ja, geil. Also bei deinem nächsten Besuch bitte mitbringen. Oh nein, und dann schauen wir uns das mal an. Muss ich wiederkommen. Und du warst dann auch als Hitman verkleidet, oder wie? Nee, also es war halt dann, ich war als ich verkleidet. Auch also gut. Halt auch so ähnlich mit auch mehr sehr gut. Und dann beim Tag der offenen Tür entdeckt worden. Ich habe gesagt, ey, den kenne ich aus dem Blog. Ja. Dann Praktikant geworden. Ja. Dann Trainee geworden. Dann fest übernommen worden ins Content Management von IDG. Und jetzt Pornostar. Da bin ich auch nur reingerutscht. Ja, jetzt natürlich. Genau, und so, und wie kam es dann zu der YouTube-Geschichte? Wir haben ja vor, lass mich nicht lügen, wann war denn dieser GameStar-YouTube-Kanal-Start? Auch schon ein paar Jahre her. Und da hatten wir auch so total anfängermäßig halt auch Let's Plays gemacht. Mhm. So, das machen alle, das wollen wir auch mal probieren. Also wirklich, so war das. Das machen alle, das wollen wir auch mal probieren. Und hatten dann eben so kurz Let's Plays gemacht, sind dafür unendlich zu Tode geflamed worden, von wegen, wie kann man denn ein Let's Play machen, das nur eine Stunde ist und danach das Spiel weghauen und das nächste machen, weil in der Regel wird ja so ein Spiel auch durchgespielt.
Und wir haben schon bald gemerkt, okay, das geht so nicht mehr. Die Leute erwarten komplette Let's Plays. Wir haben auch diese Let's Plays damals für GameStar halt so nach Feierabend gemacht, so als Privatspaß halt und gesagt, okay, dann machen wir das jetzt halt als richtiger Privatblödsinn und machen das aber halt auch mit kompletten Spielen. Und dann war halt GameTube geboren. Und muss ich an der Stelle sagen, das war nicht meine Idee, das ist auf der Idee, also auf dem Mist hauptsächlich von Martin, also von Martin Lee, gewachsen, der dann eben mich, den Daniel Veit und Christian Schneider gefragt hat, ob wir wieder mitmachen wollen. Das ist erstmal wieder der Kopf von dem ganzen Ding, aber der ist ja momentan immer noch auf Weltreise. Der feine Herr. Der feine Herr, ja. Okay. Ja, und jetzt, dann habt ihr nämlich was geschafft, was vorher noch keiner geschafft hat. Ich oute mich nämlich an der Stelle als, sagen wir mal, Let's Play-Vernachlässiger. Ich gucke die eigentlich gar nicht so gerne, es sei denn, ich brauche halt mal Infos über ein Spiel und habe keine Zeit, das alles durchzuspielen. Und dann hattet ihr eine Folge aus DayZ oder DayZ, da kann man sich ja drüber streiten, wie man das ausspricht, die fand ich so gut und es war tatsächlich auch einer eurer frühen Highlights. Ne? Ja. Und da würde ich sagen, da schauen wir auch mal rein. Der Witz an der Geschichte war, ja, das habt ihr noch selber anmoderiert, so kennt man ja DayZ. Man rennt weg vor genau. Zombies. Ich hab bisher eben auch noch ein paar Videos von dem Ding gesehen und konnte mir nicht erklären, das ist eine Mod für Arma. Mhm. Und ich hasse ja so super realistische Militärsimulationen, da kannst du mich jagen damit. Also mir gibt das nichts, wenn das so super realistisch ist. Und dann ist es halt auch noch eine Mod, die halt auch noch nicht besonders technisch ausgereift ist, das heißt, es stürzt auch noch dauernd ab. Das kann man so sagen. Wie soll das Spaß machen? Und wenn du das halt anschaust, ist halt irgendwie Mann läuft über Wiese. Kann man Mann sich nicht mit erklären. Rucksack, Mann mit Rucksack läuft über Wiese. Das ist genau. Ein großer Unterschied. Haben dann eben erst so ein paar Folgen damit gemacht, wo wir eben, also wir kommentieren bei GameTube immer zu zweit. Einer spielt, der andere redet halt blöd daher. Mhm. Und haben, das war das eines der ersten, wo wir mal zu dritt gespielt und kommentiert haben, was mordstechnischer Aufwand war. Aber wie sich halt während dieser fünften Staffel rausstellen sollte, der absolute Wahnsinn. Also was da an Blödsinn alles passiert ist und das eines der frühen Highlights ist, wir haben einfach im Wald, also Fritz und ich haben es schon relativ bald, da muss ich dazu sagen, man startet in diesem Spiel an unterschiedlichen Orten. Mhm. Und es gibt keine so traditionellen Minimap-Sachen. Du bist am Anfang komplett auf dich alleine gestellt. Du hast zwar irgendwie, man kann sich grob so an Sehenswürdigkeiten orientieren, die es da gibt oder bestimmten Merkmalen in der Landschaft, aber wenn du das Land nicht kennst, dann bist du verloren. Fritz und ich haben uns relativ bald getroffen und dann finden wir halt im Wald ein Auto. Und das ist in dem Spiel, das ist wie ein Lottogewinn. Das kann, du findest da normalerweise okay. Nichts Funktionierendes. Es gibt auch irgendwie Kampfhubschrauber, aber da musst du halt irgendwie mit einer Riesengruppe eine Woche lang hinbauen und Teile sammeln und das Ding. Und dann, wenn du Pech hast, hast du den Idioten als Piloten, der das Ding dann in der ersten Sekunde halt auch schon wieder kaputt macht. Ist ja auch Insta-Death, ne? Genau. Also wer tot ist, ist tot, verliert ist tot. Alles Zeug und das macht das Spiel ja auch so spannend. Wir finden dieses Auto und Martin findet halt ein Rudel Zombies. Und das Blöde an der Folge ist, wir hatten das da noch nicht mit mehreren Kameraperspektiven aufgenommen, was wir später gemacht haben. Man sieht halt am Anfang in der ersten Hälfte nur Martin davonlaufen. Er dreht sich ab und zu um, wird halt von einem Rudel Zombies verfolgt. Und irgendwann treffen wir ihn dann halt. Und kurz bevor Martin halt von diesem Rudel Zombies getötet wird, holen wir ihn mit dem Auto ab. Und ich habe das noch nie erlebt. Das ist so ein enthusiastischen Moment der wahnsinnigen Freude in einem Videospiel. Steig ein! Ich kann nicht! Oh Gott! Steig ein! Steig nein, ein! Ich bin drin! Nein, ich fahr! Ja, ihr habt da noch eine andere sehr erfolgreiche Reihe gemacht, und zwar zu den Olympischen Spielen, zum Spiel Olympische Spiele, ja. London 2014. Da, 12, Entschuldigung, da hattet ihr. Das kommt erst noch. Ja, das kommt vielleicht noch. Da hattet ihr euch ja zur Aufgabe gemacht, jeder nimmt ein Land und du hattest. Österreich. Was sonst? Und dann musste das dann auch tatsächlich verkörpern. Diese genau. Wir waren uns halt lange Zeit nicht sicher, wie das ankommt. Also ich meine, das Spiel ist jetzt nicht der große Wahnsinn. Also wir dachten halt, da waren halt gerade Olympische Spiele, kommen, machen halt ein paar Folgen von diesen Olympischen Spiele. Habt ihr euch doch gedacht, dann nehmen wir die paar Spacken, die über die Google-Suche reinkommen, die nehmen wir gerade mit, ihr Füchse. Genau, ja. Und wie wir gelernt haben, können ja nicht mehr Redakteure von Tageszeitungen, Videospielsport, von echtem Sport unterscheiden. Insofern ja. Hätte es klappen können. Ja, und haben halt dann eben mit verteilten Rollen das gesprochen. Jeder musste eine dazu nehmen. Und ich habe halt dann eine sehr dümmlich Arnold Schwarzenegger-mäßige, städtische Performance hingelegt. Amonk hat sich die Kniescheiben durch Lastwagenfedern ersetzen lassen. Ein unendlich schmerzhafter, aber im Kraftsport enorm nützlicher Eingriff. Du kannst mich doch nicht das... Das ist voll gemein, was du da machst. Als wir das aufgenommen haben, war ich mir lange Zeit nicht sicher,
boah, wie kommt denn das jetzt an? Hasst mich jetzt ganz Österreich? Und viele fanden, also viele Österreicher schrieben auch dann, das war schweinewitzig und mehr davon. Okay. Aber es waren halt auch echt ein paar, die dann echt gekränkt waren. Es war nie meine Absicht, jetzt hier Österreich irgendwie zu beleidigen. Jedenfalls ist halt in diesem Let's Play auch die Figur des Drückebergers geboren worden, weil ich weiß nicht genau wie, ich stelle mich halt die ganzen Spiele über total dämlich an. Es gelingt mir halt, den Weltrekord im Gewichtheben aufzustellen mit Armin Berger und der hieß halt fortan Du Drückeberger! Oh, geschafft, ja, geschafft! Nicht schlecht. This athlete is giving absolutely... Ah, ja, 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 oh, ja, oh, ja, oh, ja, ja, oh, 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 oh. Boah, packt er nicht. Das, das stimmst du nicht. Den Blitz an der Kopf. Ja. Ja. Drückeberger ist jetzt seitdem so ein Schlachtruf. Das war, glaube ich, auch die Phase. An dem Abend müssen wir auch mal ein Bier trinken gewesen sein, wo du immer sagtest, we are Austrian Bodybuilders. Und da hat er irgendwie auf dem Superman-Head geschlafen. Nino ist auch ein Bodybuilder. Du bist in dem Spiel drin. Ich bin tatsächlich in dem Spiel richtig drin, ja. Ja. Also true story. Das habe ich zwei lieben Kollegen von Sega zu verdanken, die namentlich wahrscheinlich nicht genannt werden wollen. Wir nennen sie mal F. und O. Und tatsächlich gibt es in dem Spiel einen Gewichtheber, ist es, glaube ich, so ein Glatzkopf, der Nino Betze heißt. Also der ist wirklich in jeder Version des Spiels PS3, 360, weltweit kann man den anwählen. Müssen wir eigentlich mal ein Duell machen, Drückeberger gegen Nino Betze. Drückeberger gegen Nino Betze, sehr gerne. Gerne, ja. Nächstes Mal, ja. Ja, unbedingt. Ich bin auch ein bisschen neidisch. Ich habe allerdings in dem Strategiespiel World in Conflict habe ich ein Restaurant, Sigismunds Schnitzeleck. Ja, ja. Richtig, kann mich erinnern. Ja. Das haben sie mir tatsächlich eingebaut, weil sie mich so nett fanden. Besonders nett fand ich auch euer Let's Play zu einem Spiel, was zu der Zeit dann auch, obwohl es eigentlich ein Scheiß ist, hohe Wellen geschlagen hat, nämlich Aufbruch Bayern. Kurze Geschichte dazu, da hat der Freistaat Hunderttausende von Euro drin versenkt, um ein Werbespiel für Bayern zu programmieren. Keine Ahnung, was sie mit dem Geld gemacht haben. Haben auf jeden Fall auch einen Trailer produziert und der war schon ein Brüller. Und GameTube hat dann daraus ein Let's Play gemacht. Und ja, berichte doch mal. Das hat nämlich dann relativ hohe Wellen geschlagen. Ja, das Lustige an der Sache war, wir sind, also ich bin immer noch bei GameStar natürlich, fest angestellt und wurden dann vom Bayerischen Rundfunk kam eine Anfrage an GameStar, ob wir als Spieleexperten denn was zu diesem Spiel sagen könnten. Und Daniel und ich hatten halt am Abend vorher das Let's Play aufgezeichnet und ich und Daniel waren halt dann die Einzigen, die über das Spiel was sagen konnten. Und dann hatte ich eben mehrere Telefonate mit einer Journalistin vom Bayerischen Rundfunk, die dann eben auch meinte, ja, sie würden dann mit dem Kamerateam vorbeikommen und es würde ganz groß, würden sie da... Nicht zum Star! Genau, ewig rumtelefoniert und irgendwann hieß es halt dann, die Redaktion hat sich jetzt geschlossen gegen die Berichterstattung ausgesprochen, weil da vermutlich... Von oben. Ja, halt. Okay. Bayerischer Rundfunk. Genau. Ja. Trotzdem haben sie dann, ohne uns zu fragen, am nächsten Tag unser Let's Play genommen und in irgendeine Netbeat-Show auf BR Alpha einfach reingemacht. Haben es auch noch falsch geschrieben. GameCube haben sie uns geschrieben. Vielen Dank auch. Ja, und Daniel und ich spielen das halt eben auch mit, weil wir beide gebürtige Bayern sind, dann eben auch mit bayerischem Akzent und Dialekt und zeigen halt, was das für ein Blödsinn ist. Du bist fast am Gipfel, setz all deine Kraft und Erfahrung ein, um eines von drei Zukunftsprojekten für die Menschen in Bayern zu verwirklichen. Bau eine Seilbahn für einen Abenteuerausflug mit der Familie. Bau eine Umweltbildungsstation, damit alle die Natur schätzen und schützen lernen. Oder bau ein Pumpspeicherkraftwerk für den Aufbruch in ein neues Energiezeitalter. Pumpspeicherkraftwerk! Wenn in Bayern eins baut wird, dann ein neues Pumpspeicherkraftwerk. Oh, auf geht's. Aber es hat immerhin zum Schlachtruf Pumpspeicherkraftwerk gesorgt, was auch eine eigene Facebook-Seite ist. Pumpspeicherkraftwerk Ausrufezeichen. Schön. Ja, man hört auch eben in dem Let's Play, dass du eben mit deiner Stimme sehr viele lustige Sachen machen kannst. Daniel, feit ihr auch, ihr seid ja begnadete Sprecher. Das machst jetzt du hast die Frauen immer besser drauf als ich. Ich bin die Bavaria, Schutzpatronin Bayern. Sie helfen dir auf deiner Reise. Bayern sucht Heldinnen und Helden, die mutig in die Zukunft aufbrechen. Bist du bereit? Wähle zu Beginn deiner Reise, wofür du dich besonders einsetzen möchtest. Das war jetzt ein bisschen nicht wie die Bavaria, sondern ein bisschen wie die Alte. Michi spielt nämlich genau deshalb auch in Hoppers mit. Hat er eine tragende Rolle. Oh ja. Also weiterhin Hoppers gucken, da taucht er irgendwann auch auf. Ich möchte fast sagen, die wichtigste Rolle. Auf jeden Fall. Ja, und das wird grandios. Das wird auch mit ihm noch weitergehen. Ihr Trottel!
Kriegt ihr denn gar nichts hin? Fuck. Wir machen dich nämlich zum Star, aber du bist ja leider schon einer. Aber es war garantiert nicht das letzte Mal, dass wir den Michi hier begrüßen werden. Ja. Hoffe ich doch schwer. Also was müssen wir alles nachholen? Hitman, Bewerbungsvideo wollen wir sehen. Ja. Dann müssen wir die Challenge machen, Drückeberger gegen Betze. Ihr habt mir noch ein Essen versprochen. Essen? Süppchen gibt es auch noch. Das machen wir jetzt. Dann vielen Dank fürs Kommen. Ja. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ihr habt gemerkt, wir experimentieren mit dem Format noch ein bisschen. Also gerne Anregungen, Kommentare unten in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Watch. In der nächsten Woche sind Gronkh und Sarazar dabei. Das wird bestimmt auch spannend. Also, bis dann. Macht's gut, Leute. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao. 33 Milliarden Bildung. Sind wir top. Top. Was? Jetzt habe ich es nicht gelesen. Egal, da schauen uns die Abgeordneten auch nicht drauf. 3,8 Millionen, ja. 14 Milliarden Bildung, Forschung, Pumpspeicherkraft. Jawohl!